Ja, willkommen vom zweiten Tag der P2P-Konferenz. Jetzt wieder mal ein Video auf Deutsch, würde ich sagen, machen wir. Deutsche Investoren. I don't mind talking in English, if you want. Then we have to start it again, as you like it. No, it's just a joke. Okay, dann machen wir das jetzt mal auf Deutsch in der Serie. Ja, sind hier gerade bei so einer Beach-Veranstaltung, wunderbar. Das Einzige, was mich nervös macht, ist, dass der Sand auf die Kamera kommt, auf die teure. Aber wir wollen natürlich eine halbwegs gute Qualität hinkriegen. Ja, sehr interessant mit mir der Danny. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview. Es sind hier allgemein, muss ich sagen, sehr, sehr viele interessante Leute in super Netzwerken. Ja. Aber genau das möchte ich immer ein bisschen auch in die Community reinbringen, dass ihr ein bisschen einen Eindruck habt, wie hier die Stimmung ist und auch ein bisschen mitnetworken könnt, sozusagen über die Kommentare auch. Und du wirst ja hoffentlich dann auch mitlesen und ein bisschen da den Austausch fördern, dass wir da gegenseitig voneinander lernen können. Gegenseitig voneinander lernen, vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein bisschen erzählen, wie haben wir uns kennengelernt? Eigentlich, du hast mich ja angeschrieben auf Facebook, glaube ich, und ich bin dir sehr dankbar dafür. Also auch die anderen bitte das machen und vielleicht auch kurz, wer bist du eigentlich? Ja, also mein Name ist Danny, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Berlin und den Bernhard habe ich kennengelernt über das Video mit dem Sparkojoten. Mit dem Thomas, genau, ja. Wo du dein 150.000 Euro Peer-to-Peer-Portfolio vorgestellt hast. Und ich dachte mir, endlich mal einer, der nicht nur quatscht und viel schreibt und so, sondern einer, der auch wirklich so Skin in the Game hat. Und mir haben sehr viele von deinen Ansichten auch gut gefallen, dass du eben sagst, hey, bei dem Investment, da macht es Sinn, eben auch auf verschiedene Plattformen zu diversifizieren. Ja. Ich bin da nicht so der Freund, immer so auf 20 Plattformen unterwegs zu sein, gerade so bei Anlegern, die vielleicht so 10.000, 15.000 Euro angelegt haben, sondern sich genau anzuschauen, wie sind die einzelnen Anbieter aufgestellt. Du bist ja selber auch ins Baltikum gereist, ne? Hast du auch Interviews durchgeführt. Also jemand, der ähnlich wie ich war im März im Baltikum und also jetzt in Riga und in Vilnius. Letztes Jahr im Oktober schon in Tallinn und einfach sich vor Ort mal sich die Unternehmen anzuschauen, mit denen zu sprechen. Und du legst, glaube ich, auch sehr viel Wert drauf, zu verstehen, wer sind die Leute im Management, also nicht nur dieses reine, wie funktioniert das Investieren, wie setzt man sein Auto-Invest auf und was für Einstellungen muss man berücksichtigen, sondern wirklich so, was sind das für Leute im Management, was haben die so für einen Hintergrund, wie führen die das Unternehmen und so ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen, das ist auch so ein bisschen den Ansatz, den ich verfolge. Deswegen fand ich, war das ein super Video, habe das über meine Kanäle geteilt und so kam, glaube ich, der Austausch zustande, so fing es an, ne? Ja, super. Und genau das, finde ich, ist aber auch wieder das Wertvolle an dem, was wir eigentlich tun. Dieser Austausch eben, der auch hier stattfindet in der Netzwerkveranstaltung. Das ist relativ cool, glaube ich, für uns beide. Eigentlich kennt man sich von Social Media hier. Also die meisten haben irgendwo Sinn, sage ich mal zumindest, offen, sind irgendwie nach außen gehend, extrovertiert und das hilft natürlich sehr, einfach in der Kommunikation da anzuknüpfen und weiter zu profitieren. Das heißt, es ist wichtig, glaube ich, im Finanzbereich nicht so aus allem ein Geheimnis machen, sondern sich austauschen, weil gemeinsam können wir wesentlich mehr davon profitieren und auch mehr davon haben. Aber es geht jetzt hier, glaube ich, vor allem eben um dich. Ja? Du bist jetzt hier im Interview zu Gast. Vielen Dank aber natürlich auch für diese Einführung und ja, sehe ich ganz genauso, wie du das sagst. Was machst du jetzt aber im Bereich Finanzen? Was sind so deine Projekte? Und ja, wir schauen hier sehr viele interessierte Leute im Bereich Finanzen. Womit verdienst du dein Geld? Oh, ich habe die Tendenz, lange zu quatschen. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Kenne ich, habe ich auch. Vielleicht erstmal, wie ich zum Thema Finanzen gekommen bin. Ich denke, es war eher so ein klassischer Werdegang bei mir im Sinne von nach der Universität. Ich habe angewandte Medienwissenschaften studiert, bin dann 2 Jahre ins Ausland gegangen, habe für ein Verlagswesen in London für den Vertrieb gearbeitet, bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe den Vertriebsweg weiter fortgesetzt. Wie es so ist, so nach den ersten Berufsjahren denkt man sich, Mensch, Inflation, muss das jetzt unbedingt so mein Geld aufessen und es gibt jetzt nicht wirklich, man muss sich mit dem Thema Investieren einfach, glaube ich, langfristig beschäftigen, wenn man das optimal aus seinem Geld herausholen möchte. Ob es jetzt nun so weit geht, dass man sagt, finanzielle Unabhängigkeit oder einfach nur ein bisschen Einkommen nebenbei oder um die Inflation, um die einfach so ein bisschen auszugleichen. Jeder hat da so andere Motivationsgründe. Und bei mir war es am Anfang wirklich nur, ich will einfach nur, dass der Wert meines Kapitals nicht verfällt. So, das war die Ausgangsmotivation. Und dann war bei mir die Frage, okay, was ist das richtige Vehikel? Und bei mir ging es damals los mit Immobilien. Ja, das war dann so 2016. Habe dann auch eine Immobilie gekauft, ein Einfamilienhaus, was ich auch vermiete. Und dann Stück für Stück ging es weiter, dass ich dann eben auch angefangen habe, in Einzelaktien zu investieren. Und seit
Oktober 2017 sind dann auch Peer-to-Peer-Kredite in meinen Fokus gekommen. Hab das über so einen Online-Kurs kennengelernt und war sofort begeistert von der Idee, so Finanztechnologie, so diese ganze Fintech, diese Disruption im Finanzbereich. Hochspannend, Peer-to-Peer-Kredite, ich glaube, deswegen ist es auch so attraktiv, weil es in erster Linie eigentlich sehr einfach zu verstehen ist, bietet eine hohe Rendite und man muss sich halt ein bisschen differenziert auseinandersetzen mit den Risiken. So. Und, Risiken vielleicht ein gutes Stichwort. Ich habe einen lustigen Spruch vorgestern gelesen, als ich bei Twino zu Gast war, weil Twino natürlich wieder ein eigenes Thema vielleicht ist. Ja. Da stand dann an der Wand ein Bild, das größte Risiko ist nicht zu investieren. Ja? Also sprich, das hat schon einen wahren Kern. Trotzdem, wenn man nämlich gar nichts macht, dann glauben manche Leute, dann habe ich kein Risiko. Aber sowohl wenn ich das Cash unterm Kopfpolster habe, habe ich ein Risiko, einmal allein, dass es gestohlen wird dort. Ja. Aber das nehmen wir mal beiseite, weil ich glaube, man hat auch immer ein Risiko, weil ich habe auch ein Währungsrisiko, wenn ich nur in einer Währung bin. Ja? Was mache ich bei einer Hyperinflation? Das heißt, es gibt kein Risiko. Und daher ist es, wie du das richtig sagst, ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich mit den unterschiedlichen Risiken zu identifizieren und auch dann eben zu diversifizieren über verschiedene Asset Allocations, damit ich praktisch in jedem Fall irgendwo eine Absicherung habe und aber zugleich auch schaue, dass ich eine Rendite mache, weil wenn ich nichts mache, habe ich keine Rendite und dann verdient man auch nicht. Aber damit komme ich zum nächsten Punkt, der mich schon noch interessiert, weil du verdienst also offensichtlich wirklich mit Investments einiges an Geld. Aber was sind so deine Einkommensquellen, würde mich noch interessieren. Ja. Was machst du so alles? Also ich habe, wie ich schon angedeutet habe, sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ja. Und bin letztes Jahr im Sommer, das war im Juli 2018, aus dem Unternehmen ausgestiegen. Ja. Und habe mich dann wirklich sehr stark darauf fokussiert, versucht so ein bisschen aus diesem Abhängigkeitsverhältnis herauszukommen. Weil für mich war das Angestellten-Dasein, das hat, glaube ich, meine Investments gerade in der Anfangszeit natürlich auch finanziert. Klar, und man braucht ein gewisses Kapital, um zu investieren. Sonst würde ich sowieso immer gleich sagen, wenn man wenig Kapital hat, würde ich so das meiste immer in die Bildung investieren. Weil ich glaube, jetzt vielleicht auch 1.000 Euro irgendwo zu investieren, dann ständig den Autoinvest zu überprüfen, das ist die Rendite nicht wert. So, ich glaube, da ist der Hebel deutlich größer, wenn man es einfach in sein Wissen, in seine Weiterbildung investiert. Und ich hatte so diesen Punkt erreicht, wo diese Investments ungefähr meinen Lebensstandard tragen konnten. Okay. Und ich habe dann für mich gesagt, langfristig gesehen bist du immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. Stimmt. Und deswegen habe ich angefangen, oder mal wieder, ich hatte vorher schon mal ein kleines Gewerbe und bin momentan, um auch deine Frage vorhin, wie verdienst du dein Geld? Ich bin jetzt in der Selbstständigkeit tätig, versuche mir mehrere Standbeine aufzubauen. Und eins davon ist zum Beispiel auch ein Projekt, wo ich mich sehr detailliert und sehr differenziert mit dem Thema Peer-to-Peer-Kredite auseinandersetze. Der Blog rethink-p2p.de kommt in der Beschreibung. Kleine Werbung an dieser Stelle. Gibt auch einen YouTube-Kanal, der, glaube ich, sehr gut angenommen wird. Und habe das jetzt seit einem halben Jahr und freue mich natürlich. Das ist für mich zum Glück ein Thema, was ich nicht aus einer reinen Monetarisierungsabsicht betreibe, sondern da ist auch wirklich viel Leidenschaft dahinter. So, ich bin selber ins Baltikum gereist, jetzt in allen neuen Ländern, habe viele Anbieter auch selbst besucht. Ich finde dieses Thema geil, auch der Austausch hier auf der Konferenz, richtig gute Leute da. Ja. Und und natürlich will man aber auch versuchen, diesen Zeitaufwand irgendwo auch in gewisser Weise zu entlohnen. Deswegen habe ich da so ein, zwei Projekte jetzt auch gestartet, zum Beispiel mit digitalen oder mit Informationsprodukten, um da auch wieder ein bisschen Geld reinzubekommen. Ja, genau. Da lenkt mich gerade eine Drohne über uns ab. super, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich möchte das gar nicht zu lange hier machen, glaube ich, das Interview. Mir ging es darum, einfach so ein bisschen einen Eindruck eben zu gewinnen, tolle Leute wie dich einfach auch dieses Mindset hier zu verbreiten, weil hier sind natürlich schon sehr viele freidenkende Menschen, sage ich mal, und weniger Angestellte, einfach aus dem Grund, weil die gar nicht die Zeit hätten, teilweise wahrscheinlich jetzt hier teilzunehmen. Oder vielleicht auch nicht, dass die Investorentypen sind. Aber vielleicht noch so abschließend, welche Message würdest du den Zusehern geben noch oder was würdest du empfehlen, wenn man so in Richtung finanzielle Freiheit gehen möchte? Vielleicht einen Abschlusssatz noch dazu. Weites Feld. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich glaube, Peer-to-Peer-Kredite zieht sehr viele junge Investoren an. Die finden es halt klasse, hohe Rendite, ist einfach zu bedienen von außen und man sieht vielleicht, oder man ist nicht so risikoaffin auch in dem Bereich. Und ich glaube, dass viele sehr überproportional viel Zeit
investieren, um eben zu verfolgen, wie entwickeln sich meine 500 oder 1000 ja, ja. Euro. Ja. Und ich glaube, dass dadurch natürlich Zeit ist Geld, ja, ja. Dass die Rendite automatisch geschmälert wird, je mehr Aktivität man in seine Investments reinbringt. Das heißt, ich bin immer ein Freund von passiven Investments. Das ist mit Peer-to-Peer-Krediten weitestgehend möglich oder auch mit ETFs. Ich glaube, man braucht ein gewisses Kapital, um sich dann wirklich auch, um die Zeit aufzuwenden, das wirklich detailliert zu machen und sich damit zu beschäftigen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist der Hebel, so seine Bildung, ja, seine Birne anzustrengen und sich einfach weiterzubilden, sich zu vernetzen. Und ich glaube, dass es gerade, wenn man anfängt, wo man noch wenig Kapital hat, da sollte man die Investments so ein bisschen nebenbei laufen lassen und sollte schauen, dass man sich wirklich erstmal die finanzielle Bildung draufzieht. Okay. Wie du gesagt hast, auch über verschiedene Assetklassen hinweg, sich alles anschaut und nach Möglichkeit sehr passiv investiert und dann schauen, dass man erstmal irgendwie diesen Motor anwirft, Geld zu verdienen, ob das im Angestelltenverhältnis ist oder in der Selbstständigkeit, aber dass man erstmal Kapital hat, mit dem man sinnvoll arbeiten kann und dann eben diesen Shift zu schaffen, dass man sagt, mit mehr Kapital eben mehr auch sich um das Vermögen dann auch zu kümmern, das zu verwalten und um sich die Investments dann auch mehr in dem Sinne zu kümmern, aktiv. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, gell? Wir werden jetzt noch ein zweites Interview machen für deinen Kanal. Genau. Da hole ich mir jetzt aber noch schnell einen Kaffee, damit ich nochmal munter werde, weil gestern Abend war die Party sehr lange. DJ, hey! Aber auch sehr, sehr spannender Austausch, wirklich super auch. Und ja, schaut also bitte auch auf seinem YouTube-Kanal vorbei, denn da seht ihr dann sozusagen Teil 2, ja, wo ich gequält werde und gegrillt werde mit Fragen, ne, von dir. Ja, so hart hast du mich jetzt nicht rangenommen. Also nein, wollen wir jetzt auch nicht. Heute ist ein relaxter Tag hier am Strand, also das ist, soll sehr relaxed auch rüberkommen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, aber es soll eher eine Keynote sein, denke ich auch, einfach für weiteren Austausch, denn wie ich schon ein paar Mal hier betont habe, ich kann einfach nur sagen, ich bin unheimlich dankbar Leuten wie dir, und das meine ich wirklich ernst, wie Leuten überhaupt hier generell für diesen Austausch, weil ich auch selbst eigentlich sehr, sehr schräg eingestiegen bin in die Sache und durch das unheimlich viel profitieren kann und lernen kann auch selbst. Ja, und das ist auch eine Hauptmotivation, warum ich das hier so schätze, ja, und warum ich das hier so mache und da weiterkomme. Und vielen, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen, eben, weil ich auch hier, genau wie du sagst, man lernt unglaublich viele gute Leute kennen, auch teilweise Finanzblog, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtig. Und einfach nur ein bisschen Name-Dropping hier, auch richtig gute Typen. Vincent von Freaky Finance, Sebastian, der Hobbyinvestor, der Finanzfisch, der Geldschnurrbart, also und richtig, der Sparkoyote, ja, und die Blogger, die man so kennt, hier der auch. Der Koya natürlich auch, Aktien mit Kopf. Ja, ja, und der Lars natürlich auch. Also wirklich, schaut euch, und das ist vielleicht für die finanzielle Bildung, schaut euch auf den Blogs, lest euch das durch, bildet euch eure eigene Meinung so, differenziertes Meinungsbild ist auf jeden Fall gegeben so, die Blogger geben sich echt viel Mühe. Und das Wichtigste ist sowieso immer das Feedback so. Was interessieren euch für Themen? Schreibt es in die Kommentare so, und dann können wir damit arbeiten und unseren Content auch weiter verbessern und anpassen. Ja, und auch selbst lernen ganz einfach. Das Geben und Nehmen in Wahrheit. Absolut. Super, dann tschüss von der P2P-Konferenz. Wir sehen uns wieder auf deinem Kanal, würde ich sagen. Alles klar. Ja, super. Link in der Beschreibung. Bis Danny, ne? Bis dann. Ciao.